Guten Morgen, Leute, und willkommen bei einem neuen Video zusammen mit dem Flo aus Mexiko. Und wir sind, ja, Mexiko, hier hinten ist die Kaktusbar. Sieht man jetzt nicht. Ne, wir sind hier in Kufstein und wir laufen jetzt einmal komplett durch das Kaisertal hindurch bis zur Anton-Karg-Hütte und von dort dann hinauf über den Kaiserschützensteig auf den Elmauer Halt, über den Gams Halt und den Kleinen Halt. Das ist eine verdammt lange Tour, also ausgeschrieben mit 6 bis 8 Stunden. Und wir versuchen dann in der Biwakschachtel zu übernachten. Also die Tour über den Kaiserschützensteig ist halt viel Klettersteig, so B bis C, auch mal im ersten Grad. Hat ein paar schwierige Stellen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall schaut es euch einfach an und viel Spaß. So, das läuft jetzt hier. Von Kufstein gehen wir hinein ins Kaisertal und dann geht's hier, das ist die Anton-Karg-Hütte, denke ich. Und dann geht's hier hinauf bis zum Elmauer Halt. In der Früh wandern wir alleine ins Kaisertal. So, gehen wir auf. Der lange Weg über die Forststraße kostet Zeit, aber bietet einen herrlichen Herbstwald. Wir sind jetzt hier reingelaufen ins Hinterbärenbad. Das hier ist die Anton-Karg-Hütte oder auch Hinterbärenbad-Hütte. Jetzt haben wir halt die 2 Stunden reingeharscht bis ins Tal. Das ist halt der blöde Nachteil bei dieser Tour. Aber ab jetzt geht es halt dann wirklich bergauf. Hinter dem Baum ist der Elmauer Halt und der wilde Kaiser. Und wir laufen dann jetzt noch 45 Minuten Zusteg ungefähr über Schotter, bis halt dann der Einstieg in den Klettersteig folgt. Und da bin ich selber sehr gespannt, wie der wird. Es sind dann ungefähr noch 800 Höhenmeter am Steig. Und man kann theoretisch alle 3 Gipfel mitnehmen, muss man aber nicht. Jetzt geht's 800 Höhenmeter über Serpentinen steil bergauf in Richtung der Roten Rinnenscharte. Der kleine Halt zeigt uns eine mächtige Nordwand. Jetzt geht's ans Drahtseil. Mit 12 Kilogramm Rucksack mal was anderes. Über die Haltplatten sollte man bei Nässe vielleicht nicht gehen. Das hier unten war unser Zustiegsweg. Also hier ist der so berühmte Grashang oder die grüne Scharte, wo man hier steil im Gras rauf muss. Abstecher zum kleinen Halt. Da hinten haben wir die Fleischbank und irgendwo da hinten ist auch der Goinger Halt. Hier haben wir den Gams Halt und Rest vom Wilden Kaiser. Ganz dort hinten sehen wir das Kopfhörl. Ja, und wir sind jetzt hier oben auf dem kleinen Halt. Dann geht es weiter im Klettersteig.
Langsam kommen wir in die Reserven. Doch kommt der Elmauer Halt nun endlich in Sicht. Ausgesetzt, da geht es am Grat zwischen Gamshalt und Elmauer Halt nun zum Finale. Ein Wolkenmeer zieht langsam ein. Inmitten der Zacken der Kaiserkrone hat man ein irres Gefühl. Über 2000 Höhenmeter mit dem Rucksack. Jo, wir haben es tatsächlich auf den Elmauer Halt geschafft. Ihr könnt den Flo fragen, war eine harte Tour. Also wir sind jetzt 2000 Höhenmeter aufgestiegen. Wir sind ja 15 Kilometer durch dieses Kaiserfelden, vor der Kaiserfeldener Teil da durchgehatscht. Es waren jetzt, weiß ich nicht wie lang, 8-9 Stunden unterwegs. Kurz unterm Elmauer Halt in einem Gipfelbiwak. Wie heißt der? Babenstube? Ja. Babenstube Haus. Ja, und jetzt hocken wir hier völlig alleine, es ist keiner mehr am Berg, der gehört jetzt uns. Und wir werden jetzt noch Sonnenuntergang schauen und so. Was ich nur sagen wollte zum Thema Biwaken, sollte man nicht ausnutzen. Und wir würden unseren Platz sofort weichen, wenn hier wirklich jemand ist mit Bergnot, weil die Biwak-Schachtel sind, die eine Bergnotlage haben, primär gedacht. So, jetzt machen wir uns einen Wein und einen schönen Abend noch. Flo, was machst du? Geh noch zum Gipfel. Wir noch zum Gipfel. Nachdem alle endlich weg sind, wird es Zeit für den Sonnenuntergang am Gipfelkreuz. Zu wenig, ich muss Schnee schmelzen. Aber wer braucht denn Wasser, wenn man Wein hat? Also. Guten Morgen an der Spitze des Wilden Kaisers. Wir klettern ab nach Süden über den Gamsengersteig. Haben wir seine Nacht in den Babenstüble verbracht. Ja, der Gamsenger Klettersteig, der ist so ungefähr B, AB und hat halt ein paar freie Kletterstellen drin im ersten Grad. Dies ist der Normalweg und wird oft begangen. Zum Schluss noch einmal der Halt in voller Pracht, bevor wir zur Grottenhütte absteigen. Okay. So, wir sind wieder herunten an der Wochbrunner Alm. Jetzt haben wir einmal
hier den Kaiser komplett überschritten, von der einen Seite auf die andere. Sind heute doch nicht durchs Tal gegangen, weiß ich, wir waren dann doch irgendwie so, lass doch einfach über die Grottenhütte absteigen und frühstücken. Und hier ist ein sehr netter Typ, der fährt uns jetzt zurück nach Kufstein. So haben wir unsere Rückfahrt auch gebongt.